Vor euch seht ihr eine Nestbeschmutzerin, eine, die das Andenken ihrer Großeltern besudelt hat, unartig, illoyal, dem Familiendiktat nicht hörig. Denn ich habe mich 2007 öffentlich dazu bekannt, eine Deutsche mit Nazi-Hintergrund zu sein. Mein Sündenfall war mein Buch »Schweigen tut weh«, in dem ich die Schuld meines Großvaters thematisierte. Hans Ludin war der Gesandte des Dritten Reichs in der Slowakei, mitverantwortlich für die Deportation und somit Ermordung der slowakischen Juden. Ich habe mich mit den transgenerationellen Folgen auseinandergesetzt, damit wie Schuld, Scham, Verdrängen, Leugnen und Lügen über die Generationen hinweg seelisch in uns weiterwirken. Und wie das, was nicht bearbeitet wird, oft unbewusst zu Übersprunghandlungen und Wiederholungstaten verleitet, die Destruktivität von damals aufs Neue entfacht. In meiner Familie wurde geschwiegen, beredt geschwiegen, viele verschleiernde Worte über und um den vermeintlich unschuldigen Nazi-Vati herum, doch nie ein Benennen seiner Schuld. Dafür allerhand Schuldgefühle, die es zu verdrängen gilt, und bei manchen von uns wohl auch eine tiefe Scham. Nicht, dass ihr denkt, ich spreche hier, weil ich mich schämte. Ganz im Gegenteil, ich müsste mich schämen, wenn ich weiter geschwiegen hätte. Es geht nicht nur um die Schuld irgendwelcher abstrakter Nazis, sondern um unsere eigenen Angehörigen. Nur wenige Deutsche sind frei von den biografischen Spuren der NS-Zeit. Die Vergangenheit ist allgegenwärtig, wir müssten sie uns nur ansehen wollen. In der familiären Tradition, in der wir ideologisch und politisch stehen, im weitergegebenen Besitz, dem Essbesteck, dem Möbelstück, der Kamera, der Aktie oder Immobilie, den Dingen, die aus dem Eigentum der Opfer und Überlebenden stammen könnten oder durch ihr Leid erwirtschaftet wurden. Selbstverständlich gilt es zu differenzieren, denn nicht jeder ist im Nationalsozialismus auf dieselbe Weise schuldig geworden. Doch ist nicht allein schon das Wegsehen eine Entscheidung zum Nichtstun, die den Menschen irgendwie schuldig macht? Wir haben immer eine Wahl, auch heute. Wehret den Anfängen, heißt es doch so schön, aber was heißt schon Anfänger? Die Kontinuitäten der NS-Zeit sind wieder sichtbarer denn je. Rassismus, der zu verbaler und physischer Gewalt bis zum Morden führt. Die Nachlässe der NS-Generation bestehen eben nicht nur in materiellen Dingen und der damit einhergehenden gesellschaftlichen Macht, sondern auch in der Weitergabe von Denk-, Gefühls- und Handlungsmustern. Im Prozess gegen den Buchhalter von Auschwitz, Oskar Gröning, 2015, sagte die Nebenklage, ich zitiere aus meinem Buch »Der lange Schatten der Täter«, »Wie steht es um unser Menschsein? Was haben wir aus unserer Geschichte gelernt, wenn wir Mauern bauen um unsere Grenzen und um unsere Herzen? Wie sprechen wir denn heute über Sinti und Roma? Wie sprechen wir denn heute über Juden und Muslime? Unsere Vergangenheit ist unsere Vergangenheit, ist unsere Vergangenheit. Sie war, sie ist und sie wird sein. Wir können unsere Vergangenheit nicht bewältigen. Es ist unsere Gegenwart, die wir bewältigen müssen im Schatten unserer Vergangenheit. Gröning, sagten die Anwälte, säße zwar allein auf der Anklagebank, aber stellvertretend für Hunderttausende, die am Morden beteiligt waren und Millionen, die von den Morden wussten und von ihnen profitierten. Let's face it, die meisten von uns haben Verwandte, die von den Verbrechen profitierten. Ich bezeichne mich übrigens auch nicht als Kriegsenkelin, sondern ganz bewusst als Nazi-Enkelin. Kriegsenkel empfinden sich oft selbst als Opfer, ohne die Täterschaft in der Familie klar zu adressieren. Damit verwischen sie schnell die Grenze zu den eigentlichen Opfern und arbeiten ungewollt den Rechten zu. Sich mit der Rolle der eigenen Verwandten in der NS-Zeit auseinanderzusetzen, ist freilich ein anstrengender Spagat zwischen der Liebe zu unseren Angehörigen einerseits und der Erkenntnis ihres Fehlverhaltens, ihrer Verbrechen andererseits. Niemand sollte sich gezwungen fühlen, in seiner Familie aufzuklären. Doch jeder sollte wissen,
dass sich diese Aufarbeitung konstruktiv auswirkt, individuell und kollektiv. Aufklärung zerreißt den Nebel, in dem wir Nachkommen aufgewachsen sind, bringt Licht ins Dunkel. Wir schulden uns diese Aufklärung, vor allem aber schulden wir sie den Verfolgten, den Opfern und deren Kindeskindern. Das ist Teil des Gedenkens, der Erinnerung. Lasst uns also unsere Nester reinigen, die Fakten recherchieren und uns emotional mit ihnen auseinandersetzen. Wir Nachkommen sind weder schuldig, noch sind wir die Opfer einer Vergangenheit, für die wir nicht verantwortlich sind. Verantwortlich sind wir allein für uns selbst und für unsere Gegenwart. Wir müssen die Karten endlich offen auf den Tisch legen. Nur so brechen wir den Bann der Vergangenheit.